Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Monatsbotschaft für den August 2020. Es ist wie immer ein allgemeines Reading, das heißt, es kann und wird nicht auf jeden zutreffen. Des Weiteren ist meine Legung geschlechterunabhängig. Ich erwähne hier lediglich männliche und weibliche Energie, die wir alle in uns tragen. Dann kannst du diese Legung natürlich, also ich lege es in erster Linie irgendwo immer auf Thema Nummer 1, die Liebe. Könnte aber bei dir auch für den Bereich Beruf, Finanzen zutreffen, Familie, Freundschaft, sonstige Themen. Die Sternzeichen, die ich nachher mit den Tarotkarten eventuell erwähnen werde, die könnten deine eigene Energie ansprechen, die Energie aus den Zeichen deiner Planetenkonstellation oder natürlich auch für andere Personen stehen, okay? Wir schauen jetzt in erster Linie in der ersten Kartenreihe, welche Energien hier diesen Monat oder im Monat August vorhanden sind, dir zur Verfügung stehen, womit du arbeiten könntest, was sich zeigen wird. Entschuldigung, wir haben als erstes haben wir die Heilung. Fängt schon mal gut an. Heilung ist ein gutes Thema. Heilung ist eine schöne Energie. Wir gucken weiter. Wir werden uns noch ein paar Karten dazu holen. Ein paar viele eventuell, je nachdem, wie viel mit möchte. Ich habe gesehen, das göttliche Timing. Yay, das göttliche Timing. Könnte hier dafür stehen, dass die Energie besonders gut ist für Themen oder um Themen in die Heilung zu bringen, könnte hier aber auch für höchste Eisenbahn stehen. Okay, höchste Eisenbahn, hier gewisse Themen zu verarbeiten oder aufzuarbeiten. Finden wir noch raus, lieber Wassermann, finden wir noch raus. Bam, bam, okay, gut. Soulmate. Lieber Wassermann, Soulmate, diese Karte hier, ist ein allgemeines Orakel für jeden Lebensbereich, okay? Kann natürlich hier für Liebe, Partnerschaft stehen, kann aber auch für den richtigen, perfekten Job stehen, ja, für die Familienkonstellation, für die Freundschaft, jeglichen Lebensbereich. Wir haben hier die Führung, göttliche Führung, passend zum göttlichen Timing. Wir haben hier die Stagnation irgendwo stecken bleiben, am Verwesen sein, wollte ich jetzt gerade sagen, so, das ist so ein altes, uraltes, rostiges Auto. Wir haben das Angebot, in der Stagnation finden sich neue Angebote, ja, durch die Selbstfindung, die göttliche Führung. Ich habe doch gesagt, wir kriegen ein paar Karten. Wir haben die Kompromisse. Wir haben dein Blickfeld erweitern bzw. Perspektiven verändern oder erweitern. Wir haben den Sommer für den Körper, für das Spüren, für die Kindheit, für das Feuer, für die Leidenschaft, für die Wärme oder eventuell natürlich auch als Zeitkarte, je nachdem. Dann haben wir, die Antwort lautet ja, unterm Deck. Passt das alles so ein Stückchen noch? Lieber Wassermann, ich muss hier deine Karten ein bisschen hin und her schieben, dass es so gut wie möglich drauf passt. So, dann gehen wir weiter. Was bekommen wir hier noch für Infos für den Wassermann für den Monat August? Göttliches Timing eventuell. Triffst du hier im August einen perfekten Match, deinen Seelenverwandten, dein Soulmate, geführt aus der geistigen Welt? Mich irritiert gerade aber noch dieses Heilungsthema. Es kann sein, dass hier erst etwas in die Heilung gehen möchte. Vielleicht alte Themen, die aufgearbeitet werden möchten. Angebot aus der Stagnation, die Kompromisse, die Erweiterung des Blickwinkels. Sieht fast so aus, lieber Wassermann, als wärst du hier eventuell eingeschränkt in deinem
in deinem Blickfeld, in deiner Vorstellung vielleicht. Wir gucken mal. Wir haben die Selbstliebe, die intensive Suche nach Sicherheit, die Sicherheit auch in dir selbst, Selbstliebe, die in die Heilung gehen möchte. SOS, ich brauche Hilfe. Vielleicht bist du schon in therapeutisch unterstützender Behandlung, sage ich jetzt mal. Behandlung hört sich immer so komisch an, aber vielleicht hast du hier schon Unterstützung therapeutisch, vielleicht beim Heilpraktiker, beim Psychologen, Selbsthilfegruppen, sonst irgendwas, was auch immer hier, welche Thematik dies bei dir betrifft, welchen Lebensbereich. Wir haben die Rage, wir haben Wut, Zorn, vielleicht auch nach innen gerichtet gegen dich. Vielleicht aber auch nach außen anderen Personen gegenüber oder anderen Bereichen gegenüber. Wir haben hier nicht vorhandenes Vertrauen. Hier steht wortwörtlich auf der Karte, ich misstraue jedem, einschließlich mir selbst. Wassermann, lieber Wassermann, das muss jetzt nicht auf jeden Lebensbereich zutreffen. Ja? Es kann auch sein, dass du dir in gewissen Themen oder in gewissen Situationen einfach nicht selbst vertraust oder kann auch sein, dass du nur anderen misstraust. Okay? Bitte immer reinspüren. Wie gesagt, in einem allgemeinen Reading wird es nicht immer und auch nicht immer alles auf dich zutreffen. Wir haben hier die Konfliktvermeidung. Konfliktvermeidung, die Selbstreflexion in den inneren Konflikt gehen, nachhaken, Innenreinigung. Wir schauen weiter, wir machen noch die Reihe voll. Was bekommen wir noch für Botschaften? Vielleicht suchst du hier auch, bist du auf der Suche nach Hilfe im Außen. Jetzt nur als Beispiel, wird jetzt auch nicht auf jeden zutreffen, lieber Wassermann. Hier, wenn man zum Beispiel ständig irgendwelche Liebesorakel guckt auf YouTube eventuell. Hier auf der Suche nach dem, nach der wahren Liebe, nach der großen Liebe, nach dem Seelenverwandten, ja? Nach deinem Soulmate. Dass man hier und immer wieder, wenn dann eine Kartenlegerin sagt oder ein Kartenleger, ja, er wird sich melden oder sonst irgendwie, weißt du, dann ist hier so diese Aggression, aber es ist noch niemand gekommen. Sowas habe ich hier auch drin. Die Ruhe vor dem Sturm, Emotionen kochen über. Oh, hier haben wir das Angebot, okay? Das Angebot, das heißt, es hier besteht eine Möglichkeit für irgendwas. Und dann haben wir die Ruhe vor dem Sturm, beziehungsweise die Emotionen, die hochkochen. Das ist eine wunderbare Konstellation hier für Wachstum. Absolut. Mega. Wo geht's hin? Wie geht's weiter? Einsamkeit, der Rückzug, die Konfrontation mit den tiefsten Emotionen, das zweite Gesicht, die Täuschung, die Manipulation. Ich habe hier Einbildung auch. Einbildung, lieber Wassermann, beziehungsweise Einbildung im Sinne von Erwartung. So, ich möchte zum Beispiel, ich möchte in diesem Sommer unbedingt noch meine große Liebe treffen. Zum Beispiel, ja? Den Blickwinkel erweitern, die Perspektive vielleicht ändern, indem man sich mit sich selbst konfrontiert, indem man sich spiegelt, indem man sich reflektiert. Unter dem Deck haben wir das Erkennen der wahren Farben, der Facetten,
der eigenen Person und natürlich auch im Außen. Das heißt, wenn sich der Schleier lichtet, wenn man die Dinge tatsächlich so betrachtet, wie sie sind, und zwar in all den Facetten. Die eine Sache ist, die Dinge zu erkennen. Okay? Die Station tiefer wäre quasi, die Dinge in all ihren Facetten zu erkennen. Ich bin gespannt, was hier noch rauskommt, lieber Wassermann. So, lasst uns gucken. Wir holen uns die Botschaften noch über die Tarotkarten. Was bekommen wir hier noch für Informationen für den Wassermann für den Monat August 2020? Was zeigt sich hier? Die drei der Kelche, Emotionen, Wasserenergie, Vereinigung, Glück, Party, Feiern, Gemeinschaft. Na, na, na. Der Page der Kelche, junge weibliche Wasserenergie, Fische, Krebs, Skorpion. Der Wagen, Sternzeichen Krebs, Antrieb, Fortschritt, Fokus, Fokus, wo setzt du den Fokus hin? Die Entscheidung, schwarz oder weiß, Ritter der Münzen in Kopflage, männliche Erdenergie, Stier, Steinbock, Jungfrau. In die Verantwortung gehen. Moment, Wassermann. Wassermann, Wassermann, was ist hier Sache? Hier haben wir die Wasserenergie, hier haben wir die Erdenergie, beides in Kopflage. Okay, nein, ich muss es noch ein bisschen wirken lassen. Ich bin mit den Botschaften bin ich noch nicht ganz klar. Ich habe nur eine persönliche Instabilität, deswegen auch ein grundsätzliches Misstrauen anderen Personen gegenüber. Muss auch nicht auf jeden Lebensbereich zutreffen, lieber Wassermann, okay? Aber es kann sein, in bestimmten Lebensbereichen, dass du anderen Menschen hier einfach nicht vertraust. Vielleicht dich auch irgendwo zurückhältst und dich vor deiner eigenen Verantwortung davonschleichst, weil du dir selbst vielleicht nicht vertraust, weil du nicht im Fluss bist, dich nicht der göttlichen Führung übergibst, überlässt. Vielleicht steht hier das Wasserzeichen oder das Erdzeichen auch einmal für dich und einmal für eine andere Person oder Situation und ihr seid hier getrennt. Durch eine Distanz, eine weite Strecke vielleicht. Vielleicht wartest du hier auf den richtigen Zeitpunkt und dein Gegenstück wartet hier auf göttliche Führung, auf etwas anderes. Okay? Page der Münzen, wieder weibliche, jugendliche Erdenergie, Stier, Steinbock, Jungfrau.
Der in Kopflage, der Narr in Kopflage. Ich habe hier unreifes kindliches Verhalten, vielleicht Kindergartenspiel. Also es ist nicht tatsächlich Kindergarten, sondern eben, ja, wenn Erwachsene sich aufführen wie kleine Kinder. Einfach gedankenlos in irgendeine Richtung gehen oder irgendwas daher sagen. Die 9 der Münzen. Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, die Fülle, aber noch nicht dieses Angekommensein, ja, das Nachforschen, was will ich? Was will ich wirklich? Hier zeigt sich das Angebot, vielleicht sich von den alten, vermeintlich super Werten, Wertevorstellungen, von den alten Prägungen eventuell oder aus der vermeintlichen Sicherheit, sich rauszuschleichen, ins Vertrauen zu gehen. Und sich zu lösen aus der Vergangenheit. Diesmal fühlt es sich sehr gespalten an, lieber Wassermann. Es fühlt sich so an, jetzt nicht Herz gegen Verstand, nein, es fühlt sich so an, als wäre hier die eine Hälfte von deinem Herzen möchte so und so machen und die andere Hälfte deines Herzens möchte so und so machen. Also eigentlich genau das Gegenteil. Wir haben die Welt, wir haben die Welt und unterm Deck haben wir die Gerechtigkeit, Sternzeichen Waage. Okay, ich muss gucken. Ich muss gucken. Hier geht definitiv etwas Falsches zu Ende, ein falsches Spiel, Manipulation. Hier, Wassermann, ich möchte nicht unbedingt sagen, ja, du kannst dich in Ruhe zurücklehnen und die Show genießen, ja, aber hier hat das Universum tatsächlich die Hände im Spiel und bittet dich um Vertrauen, bitte den einen Teil von dir um Vertrauen und lehn dich zurück, distanzier dich von einer gewissen Sache, von einer gewissen Thematik, einer Person und bittet aber den anderen Teil in dir, hier gewisse Themen zu bearbeiten. Ja, das ist so, du steckst hier halb in einer Sache drin. Obwohl du irgendwo, oder obwohl ein Teil von dir eigentlich schon weitergeht. Aber hier kommt alles wieder ins rechte Licht, okay? Hier findet alles einen Abschluss. Hier geht etwas in die Vollendung. Hier kommt etwas ins Gleichgewicht. Hier gehst du in eine Öffnung, beziehungsweise du hast hier die Möglichkeit, die Energie steht dir zur Verfügung, in diese Öffnung zu gehen und die Dinge wirklich tatsächlich so zu erkennen, wie sie sind. Lieber Wassermann, geh bitte nach innen und tu was für dich, bitte. Bitte, bitte. Wir gucken uns mal an, was die Seelenbotschaft dazu sagt. Eine Seelenbotschaft für den Wassermann für den August 2020. Das ist, auch wenn wir hier die Welt haben, lieber Wassermann, diese Geschichte hier ist noch nicht vorbei, auch nicht nach dieser Welt. Hier ist ein Teilabschnitt gemacht, ja, Ende des Monats eventuell, okay, oder Ende des Sommers. Hier kommt was in den Ausgleich, hier kommt was ins Gleichgewicht, aber die Sache an sich, die zieht sich hier noch. Ja.
Ich habe ja auch einen Kompromiss in dir selbst, deswegen ja dieses Zweigeteilte in dir, diesen Kompromiss zwischen, du bist total von der Rolle, die Emotionen kochen über und dann auf einmal ganz, ganz ruhig, tiefes, ruhiges, aber auch sehr gefährliches Gewässer. War das stille Wasser sind tief und dreckig, ne? So. Du erfährst spirituelle Entfaltung, geh neue Wege und öffne dich für neue Erfahrungen. Mhm. Ja, das ist hier wahrscheinlich das Angebot hier. Neue Wege, neue Erfahrungen. Hier entscheidest du, lieber Wassermann, in welche Richtung du gehst. Natürlich, du entscheidest immer, in welche Richtung du gehst, aber hier scheint es mir, hier sind einige Möglichkeiten, einige Optionen stehen dir zur Verfügung mit offenem Ende, sage ich jetzt mal, okay, mit offenem Ende. Unter dem Deck haben wir, die Liebe deines Drachen berührt dich und das Feld deiner Wahrheit wird geöffnet. Eventuell die Arbeit mit Krafttieren, beziehungsweise google gerne mal nach Krafttierdrache. Mal schauen, ob hier eine hilfreiche Botschaft den Weg zu dir findet. Wir haben hier auch wieder Heilung, Regeneration, Grün. Erzengel Raphael. Nicht zu vergessen, Grün ist die Hoffnung, Wassermann. Eine Herzbotschaft, lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Wir haben hier viel, viel angucken, wir haben hier viel Wasser, wir haben hier viel Führung, göttliches Timing. Ja, und solltest du hier in gewisser Hinsicht Hilfe und Unterstützung brauchen, lieber Wassermann, dann bitte wende dich an entsprechende, wie sagt man, Institutionen, an entsprechende Stellen, okay, und hol dir hierzu Informationen und Unterstützung in jeglicher Art und Weise, ja. Ja, wir haben hier eine harte Wegstrecke quasi vor uns, nicht vor uns, ich bin kein Wassermann, entschuldige, lieber Wassermann, du, aber so oder so findet hier ein Abschluss, okay? Ich sag dir ganz ehrlich, lieber Wassermann, diese Legung ist nicht clear. Ich bin nicht clear mit dieser Legung, okay? Aber diese Art von offenem Ende gibt es manchmal auch in privaten Legungen, kommt es ab und zu mal vor. Und ich lasse das dann auch so stehen, weil ich da ganz klar die Botschaft bekomme. Wer weiß, vielleicht reicht es für dich schon, die Information, und du sagst, nee, also vielen Dank, für mich ist alles klar, aber es ist, wie es ist. Es geht hier erstmal um dieses Gleichgewicht, okay? Unter dem Deck haben wir die Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Lieber Wassermann, liebes Luftzeichen, ja, hier die Gedanken eventuell rausnehmen, eventuell auch diese zwanghaften Gedanken rausnehmen, falls hier welche in deinem Kopf rumschwirren. Oh, ich bin gespannt. Lieber Wassermann, ich sag erstmal herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.